Und damit willkommen zurück zu Roblox Studio Lernen. Heute geht es um den 3D Viewport. Und der 3D Viewport ist etwas, was euch in Roblox Studio gar nicht entgehen kann. Wir haben in den letzten Folgen auch schon viel damit gemacht. Das ist nämlich dieses Fenster, das ihr hier seht. Das Fenster, in dem man halt die Welt sehen kann, wie sie ist, alles sehen kann, mit den Sachen interagieren kann, rumlaufen kann, playtesten kann. Das, was man sieht, der 3D-Viewport halt. Manche sagen dazu vielleicht auch Workspace, weil das, was man hier im 3D-Viewport sieht, ist der Workspace. Aber gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Zuallererst haben wir hier den 3D-Viewport. Den könnt ihr genauso bedienen, wie ihr Roblox bedienen könnt. Das heißt, mit der rechten Maustaste, wenn ihr die gedrückt haltet, könnt ihr die Kamera bewegen. Ihr müsst natürlich mit der Maus im Fenster sein und dann könnt ihr die rechte Maustaste gedrückt halten und die Kamera bewegen. Wenn ihr die linke Maustaste zieht, dann zieht ihr so ein Kästchen und damit könnt ihr Sachen auswählen. Wenn ich zum Beispiel das Kästchen hier rüberziehe, habe ich jetzt eine Auswahl getroffen und zwar auf alles, was sich in diesem Kästchen befand. Es sei denn, die Sachen sind gelockt. Was gelockt ist, habe ich ja schon mal erklärt. Gelockte Items kann man nicht mehr auswählen, damit man sie nicht mehr aus Versehen verschiebt. Man kann sich auch wie in Roblox wieder bewegen mit WASD, mit W nach vorne, S nach hinten, A nach links und D nach rechts. Und dann gibt es noch die Möglichkeiten mit Q nach unten und mit E nach oben zu navigieren. Das mache ich persönlich eigentlich nie, aber man kann es machen. Mit Q und E nach oben und unten navigieren. Dann ein sehr wichtiger Shortcut, den ich auch schon mal erwähnt habe im Plugin-Video. Wenn ich zum Beispiel dieses Männchen hier jetzt fokussiert haben möchte, aber hier hinten irgendwo bin, aber das Männchen da hinten ausgewählt habe, dann drücke ich einfach die Taste F und dann wird meine Kamera im 3D-Viewport direkt zu diesem Männchen gebracht. Ich kann immer wieder F drücken und dann gucke ich auch immer wieder auf das Männchen aus der Perspektive, in die meine Kamera gerade geguckt hat. Das heißt, wenn ich dahin gucke, werde ich das Männchen jetzt von hinten sehen. Wenn ich hier so hingucke, werde ich es von vorne sehen und so weiter und von der Seite sehen. Und wenn man dann, ich mache mal STRG D, dann kann ich mir das Ding hier duplizieren. Das Bring to Camera Plugin, das ich im letzten Video erwähnt habe, hat, dann kann man Shift F drücken und bringt das Ding auch noch zu sich. Aber das geht wie gesagt nur mit dem Plugin dafür. Man kann auch noch zoomen hier. Und zoomen ist ein bisschen angenehmer als im Blender, weil ihr zoomt mit dem Mausrad rauszoomen, raus und reinzoomen, rein. Und die Kamera ist dann auch immer dort, wo man hinzoomt. Das heißt, man bleibt trotzdem hier. Man kriegt nicht komische Perspektiven, Verschiebungsprobleme, wie man es im Blender hat. Im Blender kann man das übrigens ausstellen. Aber es ist einfach sehr intuitiv mit dem Movement hier in Roblox Studio. Weshalb ich auch erst jetzt das Video dazu mache, weil ich davon ausgegangen bin, dass viele von euch damit intuitiv klarkommen werden. Und wenn ihr den mittleren Mausbutton drückt und gedrückt haltet, dann könnt ihr die Kamera so pannen, auf der gleichen Ebene bleiben, aber so verschieben. Das geht dann auch. Mache ich auch nie, aber man kann es machen. Und das ist eigentlich das ganze Movement, das man hier im Workspace hat. WASD, Q und A, rechte Maustaste und mittlere Maustaste und zoomen natürlich noch. Übrigens, mittlere Maustaste ist das Mausrad, wenn man es halt drückt. Und dann stellt sich noch die Frage, was seht ihr hier eigentlich im Viewport? Im Viewport seht ihr all das, was man im Roblox-Spiel an sich auch sehen würde, und zwar das, was sich im Workspace befindet. Wir haben noch kein Video über den Explorer gemacht, aber das wird dann auch bald kommen. Hier rechts haben wir mal den Explorer und im Explorer ist alles drin, was man halt so im Spiel drin hat. Und da gibt es oben den Workspace. Und der Workspace ist das, was im Spiel zu sehen ist. Und alles, was sich hier im Workspace drin befindet, seht ihr auch hier im Viewport. Wenn ich jetzt diesen Server nehme und irgendwo anders hinschiebe, zum Beispiel in Server Storage, dann ist er weg. Ich kann ihn trotzdem auswählen und ihr seht, er ist theoretisch da, aber man sieht ihn nicht, weil er ist nicht wirklich da. Ich drücke STRG Z, um es wieder rückgängig zu machen. Das ist alles wieder schön. Und da dieses 3D Viewport Tutorial so kurz ist und das Workspace Tutorial theoretisch auch so kurz wäre, werde ich das jetzt nochmal kombinieren. Es gibt neben den Sachen, die ihr hier sehen könnt, auch Sachen, die ihr nicht sehen könnt, und zwar Terrain. Terrain, habe ich ja schon mal erklärt, ist das, was ihr mit dem Terrain Editor so malen könnt oder bauen könnt. Kann ich hier drauf gehen, dann sage ich, yo, add Terrain, dann male ich hier Terrain und das ist Terrain. Jetzt haben wir hier ein bisschen Terrain gemalt, wunderbar. Und wenn ich jetzt das Terrain hier nehme und lösche, ist das Terrain auch weg, aber das Terrain hier im Workspace ist nicht weg, weil jedes Roblox-Spiel hat einen Terrain und jedes Roblox-Spiel hat eine Kamera. Und das ist übrigens auch ein lustiger Trick, wenn eure Kamera mal irgendwo sein sollte und ihr nicht wisst, wie ihr zurückkommt. Zum Beispiel, wenn ihr zu weit rausgescrollt seid, wie ihr auch immer das gemacht habt und hier drin hinten seid und nicht wisst, wie ihr wegkommt, klickt dann einfach auf die Kamera und drückt dann entfernen. Die Kamera wird gelöscht, eine neue wird angelegt und ihr seid wieder in der Mitte von eurem Workspace. Das ist ein Trick, den ich selten benutze. Ich lösche nämlich nicht gerne meine Kamera. Viel lieber wähle ich einfach was im Workspace aus und drücke dann F und dann geht meine Kamera zu diesem Ding im Workspace hin. Aber das ist halt ein Trick, wenn ihr eure Kamera verloren habt. Also im Workspace haben wir immer eine Kamera, haben wir immer Terrain und das, was halt im Spiel zu sehen ist. Das kann alles variieren. Wir können das alles löschen, dann ist euer Spiel komplett leer. Ich drücke STRG Z, um es wieder zurückzuholen, weil ich wollte das nicht alles löschen. Hier steckte viel Arbeit drin, auch wenn es nicht so beeindruckend aussieht. In diesem 3D Viewport hat man aber noch mehr Optionen, weil man kann direkt in diesem Viewport Sachen bearbeiten. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob ich das im View-Video beschrieben habe. Muss ich theoretisch, weil
Wir haben hier oben so einen Würfel und den kann man hin und her schieben. Und man kann hier dann auch auf die Flächen drücken, um die Kamera dann entsprechend zu bewegen. Kann man machen. Habe ich, glaube ich, in einem View-Video schon erklärt. Und man kann halt auch Sachen zu seinem Spiel hinzufügen, ohne dass man hier oben auf Model und dann auf Part geht. Man macht einfach einen Rechtsklick und dann seht ihr hier verschiedene Möglichkeiten. Die sind alle ausgegraut, wenn ihr sie nicht benutzen könnt. Zum Beispiel Use Local Space. Steuerung L habe ich ja schon mal erklärt in meinem Model-Tab-Video. Und hier unten steht Insert Part oder Insert Object. Wenn ich Insert Part mache, bupp, habe ich einen Part. Das kann ich dann umherschieben hier im Workspace. Drag and Drop, Steuerung 2 zum Verschieben, Steuerung 3 zum Skalieren, Steuerung 4 zum Rotieren, Steuerung 5 für dieses komische Tool und Steuerung 1, um einfach wieder auf die Auswahl zu kommen. Kennt ihr ja alles. Und ihr könnt nicht nur ein Part hinzufügen, ihr könnt auch ein Objekt hinzufügen und dann habt ihr eine ganze Liste von allem, was es in Roblox so drin gibt. Das werden wir alles noch in dieser Serie besprechen, was es so gibt und was man hinzufügen kann. Wenn ihr übrigens dieses Part auswählt und dann einen Rechtsklick macht und Insert Part wählt, dann wird dieses Part in dem Part hinzugefügt. Wenn ihr nur auf den Workspace drückt und Rechtsklick Insert Part macht, dann wird es in den Workspace hinzugefügt. Hier haben wir ein neues Part im Workspace, hier haben wir ein neues Part im Part. Das heißt, wenn ich dieses Part hier jetzt nehme und verschiebe, dann ist es das andere Part dran geheftet, aber es ist nicht im Spiel dann dran geheftet, sondern nur während ihr hier baut, weil die ineinander stecken. Aber auf den Explorer gehen wir, wie gesagt, nochmal ausführlicher in einem anderen Video ein. Wenn ich jetzt hier so ein Part habe und das ausgewählt habe, dann habe ich mehr Möglichkeiten. Duplizieren, um ein zweites Part zu erschaffen. Jetzt kann ich das hier rausziehen und ihr seht, ich habe zwei. Die Shortcuts, die stehen immer daneben. Steuerung D zum Duplizieren, habe ich euch schon erzählt. Löschen zum Löschen, habe ich schon erzählt. Dann Gruppieren als Model, Gruppieren als Folder, Union, Negate und so weiter. Habe ich euch alle schon in anderen Videos erklärt. Aber wenn ihr irgendwelche Shortcuts nicht wisst, könnt ihr einen Rechtsklick machen und nachgucken, was ist der Shortcut oder es einfach so machen. Show Orientation Indicator. Wenn wir das anmachen, dann seht ihr, ah, das ist oben. Und wenn ich das Part jetzt drehe, dann seht ihr, dass das Part nicht mehr nach oben guckt. Ist manchmal nützlich zum Bauen, damit man weiß, wie das Part jetzt wirklich orientiert ist, weil das sieht man halt sehr schlecht. Wenn ich das Part jetzt so um 45 Grad rotiere und dann Steuerung 2 drücke, dann kann ich es immer noch so verschieben. Ich habe ja schon mal erklärt, ihr könnt Steuerung L drücken, um es dann Local Space und Steuerung L, um es dann wieder World Space zu machen. Und das ist auch hier die Möglichkeit, Use Local Space oder Use World Space. Und Select Connections ist für die Handhabung von Constraints da, was ich ja alles noch aufgeschoben habe, weil das eine eigene Welt für sich ist. Ihr könnt auch auf Help gehen, dann öffnet sich im Browser einfach hier create.roblox.com und hier steht dann die Seite mit Infos zum Part. Wenn wir hier jetzt kein Part ausgewählt hätten, sondern zum Beispiel ein Mesh-Part, das hier ist ja ein Mesh-Part, und ich dann Rechtsklick und Help mache, dann öffnet sich im Browser bei mir die Seite fürs Mesh-Part. Also wenn ihr irgendwann mal irgendwas nicht wisst, könnt ihr auf Help gehen und kriegt dann Infos dazu. Manchmal sehr hilfreich. Und das ist dann wirklich alles, was ihr in 3D Viewport machen könnt. Ihr könnt bauen, gucken, verschieben, Kamera bewegen und vor allem auch playtesten, weil wenn ihr playtestet, dann seid ihr auch wieder im 3D Viewport unterwegs. So, ich hoffe, das war aufschlussreich genug für euch. Wenn ich noch irgendwas erklären sollte, was ihr nicht verstanden habt, schreibt es mir natürlich wie immer in die Kommentare. Klickt jetzt auf das Video, das euch hier eingeblendet wird. Bis dann und ciao!